Leute, dieses Video wird jetzt mal absolut Real Talk und weil das Video so Real Talk wird, mache ich jetzt das ganze Video komplett ohne Schnitt. Ja, ihr habt es vielleicht schon im Titel gelesen, ich werde aus der CDU austreten. Ich war jetzt schon seit mehr als 15 Jahren Mitglied. Damals als Kind, als ich den Stoiber sah, dachte ich mir, dass das die Partei für mich ist und ich bin ihr beigetreten und auch jahrelang, finde ich, haben sie schon immer so ein paar Sachen gemacht, die mir nicht so gut gefallen haben. Aber insgesamt war es wirklich schon so die Partei, wo ich sage, dass die bis jetzt mit Abstand das Beste fürs Volk getan hat und die wenigsten Fehler gemacht hat. Also man sieht ja auch, dass die Angela Merkel eigentlich so gut wie kaum Fehler gemacht hat. Und dass ich jetzt austrete, das hat jetzt nicht nur was mit Artikel 13 zu tun. Ja, ich war im Europaparlament der einzige CDU Abgeordnete, der gegen Artikel 13 gestimmt hat. Hier, ich blende euch hier nochmal die sehr hilfreiche Grafik an, die das zeigt. Und das Ganze hat auch gar nicht mal damit was zu tun, dass T-Series jetzt PewDiePie überholt hat. Es spielt schon auch eine Rolle, aber das ist nicht der Grund, warum ich die CDU verlasse. Und das neue Musikvideo von Rammstein, das ist zwar sehr gut, aber das ist auch noch immer nicht der Grund, warum ich die CDU verlasse. Und das hat auch nichts damit zu tun, dass ich hier gerade nackt auf dem Bett liege. Da könnt ihr mir vertrauen. Aber ich sage jetzt den wahren Grund. Es hat vielleicht sogar ein bisschen was mit den Shrooms zu tun, die ich vorher verspeist habe. Ich bin nicht von alleine zu dieser Entscheidung gekommen, sondern mir hat jemand dabei geholfen bei der Entscheidung. Und zwar die Elfen, die hier jetzt gerade so neben dem Schrank hier stehen. Aber sie sollen nicht so kamerascheu sein. Ich hole sie jetzt mal ins Bild und dann können sie jetzt selbst mal sagen, warum sie finden, dass ich von der CDU austreten musste. Kommt rein. €250 from your credit card. After you check out, you have to make sure everything's okay. And for today, you have to let the smell away. Okay. Wie geil ist das? Das ist jetzt bitte raus.